Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 321. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dich haben und dass du für uns da bist und dass du unsere Sorgen und Nöte kennst und uns hilfst. Und danke, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Und Herr, bitte hilf uns, dass wir ein Herz haben, das bereit ist, dir völlig zu folgen und alles zu tun, was du uns sagst, soll wir wissen dass es das Beste für uns ist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Samuel, Kapitel 15. Saul hatte den Auftrag von Gott durch Samuel erhalten, die Amalekiter auszurotten. Aber anstatt das zu tun, was eine Erfüllung der Prophezeiung aus 2. Mose sein sollte, hat er nur einige umgebracht, viele umgebracht, aber einige, den König, Agag und viele Tiere auch, am Leben gelassen, um davon persönlich zu profitieren und sich selbst zu rühmen. Wir lesen in Vers 16: Samuel aber antwortete dem Saul: Halte still! Und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Da sprach er zu ihm: Rede! Und Samuel sprach: Ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels, und der Herr salbte dich zum König über Israel? Es gab einen Moment im Leben von Saul, da hielt er sich selbst für unwichtig. Das hatte sich geändert. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass er sich ein Denkmal hatte bauen lassen, damit alle Welt wüsste, was für einen tollen Sieg er über die Amalekiter errungen hat. Diese Selbsterhöhung und das Drehen um das eigene Ich waren letztendlich die Ursache dafür, dass Saul es auch nicht für so notwendig erachtete, alles exakt genauso zu tun. Wie Gott es befohlen hatte. Wenn wir uns selbst erhöhen, wenn wir uns für besser halten als wir sind, dann werden wir auch echten Gehorsam für unwichtig halten. Aber Gott sieht die Sache ganz anders. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Hier sehen wir sehr schön diesen Vers, wie Amalek, ähnlich wie auch die Kanaaniter in den Geschichten von Josua, zum Symbol zur Personifizierung sozusagen der Sünde geworden sind. Der Kampf gegen Amalek sollte zeigen, wie sehr der König Israels gegen Sünde kämpfen sollte. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Warum, mit anderen Worten, hast du toleriert in deinem eigenen Herzen und bei dem Verhalten des Volkes, dass Gottes Wille nicht vollständig umgesetzt worden ist. Gott stellt mir und dir die Frage, warum tolerierst du, dass Sünde im Leben sich breit machen kann? Und Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte und habe Agak, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Selbst getadelt sieht Saul nicht, dass er einen Fehler gemacht hat. Hierin unterscheidet er sich von anderen Männern in der Bibel, die zum Teil sehr viel schwerwiegendere Sünden begangen haben, aber die ihren Fehler gesehen, eingesehen, bereut haben und denen Gott vergeben konnte. Das Problem von Saul war nicht die Schwere seiner Sünde im Vergleich zu anderen Sünden vielleicht, sondern dass er nicht bereit war, einen Fehler einzugestehen und so wurde seine Schuld immer größer, immer größer. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Und hier sehen wir wieder, wie sehr er äh, die Schuld so ein bisschen auf das Volk schiebt und dann gleichzeitig das Ganze noch ein besonders gutes Licht taucht. Es ist ja für Gott. Wir haben das ja getan, damit es ähm, einen, 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 einen Sinn hat für den Gottesdienst. Mit anderen Worten, was er sagt, ist, wir haben Gott zwar nicht gehorcht, aber das soll ja ganz zur Ehre Gottes gewesen sein. Wir haben es anders gemacht, als Gott gesagt hat, weil wir Gott einen Gefallen tun wollen. Wie oft denken wir, dass wir Gottes Gebote übertreten können, das begründen können, dass wir ja trotzdem etwas für Gott tun damit und dass wir Gott eine Freude machen, dass es ja für den Gottesdienst ist? Samuel aber sprach zu Saul: Hat der Herr dasselbe gefallen, dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Wildern. Saul dachte: Gott wird ungehorsam schon ein übersehen, wenn einfach nur der Gottesdienst stimmt, wenn die Opfer gut und, und schön sind. Aber Samuel stellt die Frage: Glaubst du ernsthaft, dass Gott Zufrieden ist, wenn du ungehorsam bist, Hauptsache du opferst dann richtige Opfer? Ist Gott zufrieden, wenn wir am richtigen Tag in die richtige Gemeinde gehen und dort Gottesdienst feiern und ihn anbeten, während wir gleichzeitig Sünden in unserem Leben tolerieren und uns dann sagen: Naja, das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache wir, wir, wir beten Gott an und, und, und wir, wir, wir tun ähm, ihn, ihn, ihn loben und preisen, dieses bisschen ungehorsam, das wird ihn nicht so sehr. So sehr stören. Wenn wir so denken, denken wir wie Saul und sind auf einem tödlichen Weg. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Sein Königtum oder die Berechtigung aus Gottes Sicht König zu sein, hing direkt davon ab, Gottes willen zu tun. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Jetzt bekennt er seine Sünde, aber ist nach wie vor nicht bereit tatsächlich sie wirklich äh, auf sich selbst zu nehmen, sondern schiebt sie wieder auf das Volk. Nun mal vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen, da griff er ihn beim Zipfel seines Obergewandes, sodass dieser abriss. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Wir haben gegen Anfang des Kapitels gesehen, dass es heißt, Gott reute es, dass er Saul zum König gemacht hat. Aber hier sehen wir, dass dieses Reuen Gottes nicht ein menschliches Reuen ist. Wenn Gott bereut, dann nicht, weil er einen Fehler gemacht hat und umkehrt, sondern Gott bereut in dem Sinne, dass aufgrund der falschen Entscheidung der Menschen ein geplantes Szenario, was er sich gewünscht hat, nicht mehr umgesetzt werden kann und er jetzt entsprechend der falschen Entscheidungen der Menschen, einen Plan B, einen Plan C oder äh, so weiter, dann umsetzen muss. Er aber sprach, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Er sagt zwar, dass er gesündigt hat, aber wenn er wirklich verstanden hätte, was Sünde bedeutet und was Sünde in seinem Leben bewirkt, dann hätte er darum gebetet, dass Samuel ihm zeigt, wie er wirklich Frieden mit Gott findet, wie er wirklich ähm, echte Erlösung findet, Vergebung seiner Schuld, so dass er wieder Gott treu dienen kann. Alles, was ihn aber wirklich interessierte, war, wie er vor anderen dasteht, dass er jetzt sein Gesicht nicht verliert, wie er ähm, in der Gesellschaft dasteht. Wenn das unsere einzige Sorge ist, werden wir echte Bekehrung nicht erleben können. Da kehrte Samuel um und folgte Saul und Saul betete den Herrn an. Samuel aber sprach: Bringt Agag den König von Abalek zu mir her. Und Agag kam gebunden zu ihm. Und Agak sprach, fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Samuel sprach, wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat. So soll auch deine Mutter ihrer Kinder beraubt werden vor allen Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging nach Rama. Saul aber zog in sein Haus hinauf, nach dem Gebär Sauls. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Denn Samuel trug Leid um Saul, denn den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Samuel trauerte über jemanden, der abgefallen war. Vielleicht sehen wir Menschen in Verantwortung, die Gottes Willen ignorieren und auch nach Tadel und Korrektur nicht bereit sind umzusetzen. Aber statt sie zu beschimpfen, sollten wir für sie beten. Und wirklich von Herzen traurig sein. Und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn noch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Ja, wir sollen traurig sein über die Sünde, traurig sein darüber, dass Leiter im Volk Gottes nicht das tun, was sie Tun sollten, aber wir sollen nicht in Depressionen versinken. Wir sollen nicht ähm, glauben, dass nur an einzelnen Personen alles hängt. Wir dürfen wissen, dass Gott einen Plan hat, dass Gott seine Gemeinde nicht aufgibt, dass er andere Personen hat, die das ausführen und tun können, was er vorgesehen hat. Und wir sollen proaktiv mit Gott zusammenwirken, dass Probleme gelöst werden und nicht nur über sie trauern. Samuel aber sprach: Wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du siehst, dass es manchmal Situationen gibt in unserem Leben, in unseren Familien, in der Gemeinde, die wirklich zum, zum Weinen sind. Aber Herr, gib, dass wir nicht nur traurig sind und dass wir. Da nicht verzweifeln, sondern dass wir wissen, dass wenn du eine Person verwirfst, du eine andere berufst, dass wenn du einen Plan A aufgibst, dass du einen Plan B hast, der immer noch zum gleichen Ziel führen kann. Und dass wir proaktiv uns einsetzen, nach deinem Wort in Übereinstimmung mit deiner Prophetie, für die Menschen, die sich tatsächlich dem ganzen Gehorsam dir gegenüber verschrieben haben. Die von deinem Geist erfüllt das tun werden, was du sagst. Hilf uns, dass wir selbst solche Menschen werden. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.